Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt mich noch erkannt in eurem Stream und nicht gedacht, oh mein Gott, was ist das für eine Person, die ich da abonniert habe? Nein, ich bin's, ich lebe noch und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes wieder im Lande. Ich war nämlich im Urlaub und auch davor hatte ich viel zu tun und ich hatte das auch schon mal in meinen Vlogs erwähnt, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich die ganze Zeit gelebt habe. Und ich habe euch auch nicht vergessen. Ich glaube, jetzt kommt wieder eine Phase, wo ich regelmäßig Videos hochladen kann und darüber bin ich sehr froh und ich hoffe, ihr freut euch auch darüber. Und ich schulde euch noch den Lesemonat vom April und vom Mai. Den fasse ich heute in diesem Video zusammen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, der April war ein Monat, in dem ich einige Bücher geschafft habe. Ich habe ein abgebrochenes Buch, ich habe zwei Kinderbücher gelesen. Einen Klassiker habe ich endlich nach ganz langem beendet und noch so zwei, drei andere Bücher. Und kurz zur Statistik, es waren 6 gelesene Bücher, 2483 Seiten, durchschnittlich pro Buch 413 Seiten, also recht dicke Bücher und am Tag waren es 88. Mein Sub stand, ich habe den April verlassen mit 52 Büchern auf dem Sub, 9 ungehörte Hörbücher, 8 unbeendete Reihen und 8 Bücher, die ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe, als der April beendet wurde. Ich fange wie immer an mit dem abgebrochenen Buch und zwar habe ich, ich glaube ungefähr auf der Hälfte, eine Reihe nicht abgeschlossen, die ich mega gefeiert habe am Anfang. Ich dachte, das wird die Reihe. Ich glaube, es ist auch immer noch die Reihe, weil ich stehe, glaube ich, mit meiner Meinung ziemlich alleine da. Ich habe auf Amazon bei den Rezensionen geguckt. Ja, da sind viele 5-Sterne-Bewertungen und in der Mitte sehr wenig, eigentlich gar nichts. Und dann kommen auch ein paar 1- bis 2-Sterne-Bewertungen. Also es ist ziemlich schwarz-weiß, glaube ich. Es handelt sich um den dritten Teil der Reihe von V.E. Schwab, Darker Shade of Magic. Der dritte Teil heißt A Conjuring of Light und ich habe es auch auf Englisch gelesen. Ich habe es zusammen mit Lotte Kinz Bücher und mit Literaturlärm gelesen. Wir waren ziemlich unterschiedlicher Meinung. Es hat mich sehr gewundert, weil Anne von Literaturlärm fand es jetzt gar nicht so grottig. Ich hatte aber einfach ein ganz großes Problem mit dem Plot, weil ich irgendwie gar keinen Handlungsstrang erkennen konnte. Das war für mich irgendwie konfus zusammengeschrieben. Die Charaktere verhielten sich jetzt auch nicht besonders, dass ich da irgendwie sagen würde, hey, wow, tolle Idee oder so. Also all das, was mich im ersten Teil wirklich so mega beeindruckt hat, da war im dritten Teil eigentlich nicht mehr viel von zu erkennen. Das driftete einfach sehr ins Kommerzielle ab. Alle Klischees wurden bedient. Viele Charaktere sind gekommen und sind wieder gegangen, um vermeintlich Spannung zu erzeugen, nehme ich an. Aber ich war mir dann irgendwann auch nicht mehr so ganz klar, wo will die Autorin mich eigentlich hinführen? Was schreibt die hier eigentlich zusammen? Ich habe weniger Probleme damit, den Handlungssträngen bei Game of Thrones zu folgen, als dem dritten Teil dieser Darker Shade of Magic-Reihe. Also es war leider eine Enttäuschung für mich. Es tut mir leid, wenn ich euch angefixt habe, aber wie gesagt, ich stehe da mit meiner Meinung ziemlich alleine, obwohl Lotte von Lotte Kinz Bücher das auch so empfunden hat. Aber ich hoffe, ihr empfindet es anders und vor allen Dingen, wenn ihr diese Reihe aufgrund meiner Empfehlungen angefangen habt. Aber ich fand den ersten Teil halt auch großartig. Ne? Ich meine, 3 Londons mit 3 verschiedenen Machtverhältnissen, ganz großartige Ideen mit reingebracht und am Ende war das halt mehr so ein Teenie-Kitsch-typisches Fantasy-Buch, keine Ahnung. Also ich fand es halt einfach nicht so gut, deswegen habe ich es abgebrochen. Ja, dann habe ich gelesen das magische Baumhaus Teil 34, das verschwundene Einhorn und Teil 14 im Land der Drachen. Und es sind 2 Kinderbücher in dieser ganzen Reihe, die umfasst 50 Bände. Da geht es immer darum, dass Anne und Philipp mit dem magischen Baumhaus in irgendeine Zeit reisen, die meist in der Vergangenheit liegt, um dort Abenteuer zu erleben. Beim verwunschenen Einhorn ging es darum, eben ja, ein Einhorn zu befreien. Das hing einmal mit dem Ort zusammen, wo sie das Einhorn finden sollten. Das war eine ganz tolle Idee. Ich verrate es euch an der Stelle mal. Das Einhorn war nämlich in einen Teppich eingewebt. Es war so eigentlich nur ein Bild. Und es ging darum, das Rätsel zu lösen, wie dieses Einhorn aus diesem Bild herauskommen sollte. Dann gab es natürlich noch Nebenbuhler, sogenannte Feinde, die die zwei bekämpfen mussten. Und es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, mit meinem Sohn die Reihe zu lesen. Im Land der Drachen, das haben wir in einem Rutsch durchgelesen. Das war eine eine Geschichte, die im alten China stattfand und da waren auch ganz viele tolle Ideen mit drin. Einmal waren Anne und Philipp dann in einem Keller, wo sozusagen
Armee aus Stein stand und ich hatte echt in dem Moment so ein bisschen Angst, dass sich jetzt einer von denen bewegt. Ob das so war, verrate ich euch natürlich nicht. Ich finde diese Reihe toll und auch das Buch hat mir ganz großen Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr Kinderbuchempfehlungen sucht, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Im Moment sind wir so ein bisschen auf dem Pippi-Langstrumpf-Trip, aber irgendwann kehren wir bestimmt auch wieder zu dieser Reihe zurück. Dann kommen wir mal zu dem Klassiker, den ich gelesen habe. Und ich trage gerade ein sehr schweres Buch in meiner Hand. Ich zeige euch das alternativ mal zu dem Buch, was ich eigentlich gelesen habe, weil es einfach so schön ist und ich ein bisschen angeben will. Und zwar ist das hier die Barnes & Noble Ausgabe von Charles Dickens. Ich glaube, ich habe die euch auch schon mal gezeigt. Hier sind 5 Werke von ihm drin. Oliver Twist, A Tale of Two Cities, David Copperfield, A Christmas Carol und Great Expectations. Und ja, ich habe gelesen, David Copperfield ist wohl sein autobiografischstes Werk und ist entstanden im Jahre 18, roundabout 50, ich glaube 49 oder so, keine Ahnung. Das glitzert schön, oder? Die Ausgaben haben alle ungefähr 1000 Seiten immer. Und es geht um die Geschichte von David Copperfield, hat nichts mit dem gleichnamigen Zauberer zu tun. Auch wenn man das vielleicht gleich am Anfang denkt, wenn man jetzt Charles Dickens irgendwie noch nie gehört hat oder so. Aber gut, ihr seid alle Leser, ich gehe davon aus, dass ihr das wisst. Ja, Charles Dickens hat geschrieben, David Copperfield, und es geht um David Copperfield, wie ich das gerade schon sagte. Als David Copperfield geboren wird, ist sein Vater bereits verstorben. Er wird also als Waise geboren und seine Mutter lernt aber auch in seiner Kindheit dann auch jemand anderen kennen und heiratet diesenjenigen auch. Und ja, Frauen mussten sich in der Zeit absichern, das hing wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, aber die Mutter, ja, erscheint so ein bisschen naiv und merkt nicht, dass David unter diesem Stiefvater sehr leidet. Was genau er tut, will ich mal offen lassen. Ich fand es ziemlich grausam und dieserjenige schickt ihn dann auf jeden Fall auf ein sehr, sehr strenges Internat. Ja, er lernt sich dort durchzuwursteln und lernt dort einen ja, vermeintlich besten Freund kennen und erfährt dort aber auch wenig Menschlichkeit. Deswegen klammert er sich auch an diesen besten Freund und auf seinem weiteren Lebensweg ja, trifft David Copperfield Entscheidungen, die letztendlich zu einem schönen Lebensabschluss führen. Ja, also es ist eine schöne Geschichte. Charles Dickens benutzt eine einfache Sprache, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber hat dabei doch eine sehr angenehme, hochwertige Wortwahl. Also es wirkt nicht so knochig oder holzig geschrieben, das finde ich ganz, ganz toll. Es wirkt flüssig, er bringt da sehr viel Humor mit rein. Es ist halt teilweise auch so ein bisschen gesellschaftskritisch und er macht sich auch so ein bisschen lustig über die Figuren, die er erzeugt. Deswegen ist es halt auch leicht zu lesen und lustig. Man merkt bei ihm, also bei Charles Dickens, dass er sehr viel von den Menschen gehalten hat und auch sehr viel ja, Gutes für die Menschen schreibt. Das merkt man bei seinen Charakteren einfach. Er erzeugt halt einfach Charaktere, die grundsätzlich anständig sind, die sehr viel Mitgefühl haben, die sehr viel Empathie für ihre Mitmenschen mitbringen und ihnen helfen. Also das, was er selber wahrscheinlich, nehme ich an, ich kenne ihn ja nicht, als Wertvorstellungen in seinem Leben hatte. Und das verarbeitet er natürlich in seinem Buch. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, deswegen ist es wahrscheinlich nicht meine Art Geschichte, dass er sehr zwischen Schwarz und Weiß unterscheidet. Also es gibt so nichts Graues dazwischen, aber damals waren die Geschichten so gestrickt und auch eine gewisse Langatmigkeit bringt die Geschichte mit auf den Weg. Aber letztendlich bedient er doch tatsächlich sehr viele Klischees, die man in Klassikern dieser Zeit einfach auch öfter findet. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich, hört sich dumm an, aber ein klassischer Klassiker oder mehr oder weniger einer, so wie ich ihn mir immer vorstelle. Und man muss halt einfach auf so eine ja, Unterhaltungsgeschichte Lust haben, wo ein bisschen Herz dabei ist und auch ein bisschen Kitsch und wo man vielleicht gewisse Dinge auch schon voraussehen kann und wo der Plot auch nach gewisse Dinge bedient, die eben für diese Zeit auch normal waren, wie zum Beispiel jemand rettet den Bösewicht und geht dann dabei selber drauf und das drückt dann so ein bisschen auf die Tränendrüse, sowas halt. Aber
Insgesamt fand ich die Geschichte okay, kam halt beim Lesen ein bisschen ins Stocken, aber jetzt habe ich halt auch mal einen Charles Dickens gelesen. Ich werde auf jeden Fall noch Great Expectations von ihm lesen, weil ich da den Film zu sehen möchte. Es gibt übrigens hierzu auch einen Film, also zu David Copperfield, der spielt der kleine Harry Potter. Ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt. Schande auf mein Haupt, der spielt den kleinen Harry Potter und das hatte ich eigentlich im Grunde auch die ganze Zeit vor meinen Augen. Das passt nämlich ganz super, also zumindest in frühester Kindheit. Und ja, wenn ihr so auf typische englische Literatur steht, mit ein bisschen Kitschromantik und vielleicht ein paar Klischees, die so ein bisschen der Unterhaltung dienen und auf eine schöne Sprache, dann könnt ihr euch auf jeden Fall David Copperfield oder Charles Dickens mal angucken. Ja, es gibt zwei Bücher, die sozusagen im Lesemonat April bei mir auf dem ersten Platz gelandet sind oder die ich am beeindruckendsten fand. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig. Zwei Bücher, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine ist ein historischer Roman und das andere ist ein Roman, wobei es um die Interpretation eines Lebens von einem Massenmörder geht. Es geht um Heinz Strunk, der goldene Handschuh. Dieses Buch scheidet die Geister, kann man so sagen. Die einen finden es mega genial und die anderen finden es einfach nur abartig und Schrott und Trash und weiß ich nicht was. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sich vorher eine Leseprobe oder es gibt es auch als Hörbuch gelesen vom Autor selbst, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, man muss sich das vorher anhören, um zu wissen, ob es einfach den Geschmack von jemandem trifft. Es geht um den Massenmörder Fritz Honka, der in Hamburg lebte in den 70er Jahren und dort im goldenen Handschuh, deswegen der Titel, viele seiner Opfer gefunden hat. Und Heinz Strunk schlüpft in die Rolle von Fritz Honka und versucht sich dann einfach mal vorzustellen, wie das für ihn so gewesen sein könnte. Er hat natürlich auch sehr viel recherchiert und er hat einfach das Milieuleben, so wie ich es mir vorstelle, er hat es einfach sehr gut wiedergegeben. Es ist eine absolut abartige Atmosphäre. Dort ist es wirklich unterste Unterschicht. Also primitiv ist noch milder ausgedrückt. Die Leute sind da teilweise wirklich sehr minder bemittelt. Und ja, es ist ekelhaft. Man braucht wirklich auch einen guten, gesunden Magen. Er verschönigt halt auch einfach nichts. Er schreibt es halt auch auf so eine drastische Art und Weise, weil er die Dinge direkt beim Namen nennt. Das wirkt dadurch sehr hart. Man kann eigentlich zu keiner Person in diesem Buch irgendwie eine emotionale Beziehung aufbauen, weil man sich die ganze Zeit irgendwie, weil man es einfach nur abstoßend findet und verstörend findet. Und ich habe das auch schon damals in dem Vlog gesagt, ich habe mich in keinem Buch bisher unwohler gefühlt. Also ich wollte es wirklich so aus meiner Hand legen die ganze Zeit. Genau das hat irgendwo den Reiz des Buches ausgemacht. Und ich weiß noch, es gab dann so eine Lesegruppe, ich glaube Toto, wenn ich mich nicht irre, Phil und auch die Paddy, die haben das danach gelesen, die fanden es alle schlecht, glaube ich, weiß ich nicht. Ich muss mir die Videos noch angucken, ich habe einiges nachzuholen. Und die Paddy schrieb mir dann eine Nachricht, was ich denn an diesem Buch so toll gefunden hätte. Und es war ein einziger Punkt, was ich an dem Buch irgendwie anziehen fand. Ich wollte wissen, wie ein Mensch sich entwickeln kann, damit er keinerlei Einsicht mehr für seine Taten hat, was in diesem Kopf von diesem Menschen los gewesen sein könnte. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Also ich wollte im Grunde einfach in das Hirn eines primitiven Massenmörders einsteigen und ich finde, Heinz Strunk hat das sehr gut wiedergegeben, fast schon genial. Wie gesagt, das Buch ist wirklich sehr umstritten, aber viele finden es halt sehr gut und es ist definitiv mal was ganz, ganz anderes, ein ganz anderes Stilmittel, was man sonst so kennt. Und ja, wie gesagt, holt euch die Leseprobe. Ich möchte nicht eine allgemeine Leseempfehlung aussprechen, weil man wirklich der Typ für das Buch sein muss. Man muss es irgendwie verstehen und man muss Lust drauf haben. Das ist auch eine richtige, wichtige Sache und man darf nicht mit falscher Erwartungshaltung daran gehen. Und ja, das Buch hat mich beeindruckt und ich glaube, das werde ich auch irgendwie nicht vergessen. Ich fand es halt in Anführungsstrichen gut. Das nächste Buch und somit eben auch eins meiner Monatshighlights aus dem April ist der historische Roman, den ich schon angeteasert habe, Die Päpstin von Donna V. Cross. Ein Buch mit über 500 Seiten. Im Buch geht es um Johanna, die Päpstin wird. Ja, und das ist natürlich insofern was Besonderes, weil Johanna eine Frau ist und weil dieses Buch roundabout 800 nach Christus spielt. Und in dieser Zeit war es für Frauen nahezu unmöglich,
überhaupt irgendwas zu lernen. Deswegen musste ich dieses Buch natürlich auch lesen. Eine Geschichte, die ich wahnsinnig interessant finde. Ein unheimlich tolles Thema, gerade weil es auch eben eine Legende um diese Päpstin gibt. Also es ist nicht hieb- und stichfest bewiesen. Es gibt aber historische Aufzeichnungen, die das belegen könnten. Und ja, es gibt auch einen Film dazu, den ich mir natürlich auch angesehen habe. Den fand ich sehr, sehr nah am Buch, beziehungsweise fand ich das Buch sehr nah am Film, aber darauf gehe ich gleich noch kurz ein. Ja, Johanna wird in Deutschland geboren und ist Tochter eines sehr, sehr strengen, ich meine katholischen Priesters, der mit einer sogenannten Heidin verheiratet ist. Also ihre Mutter wurde damals im Krieg von ihrem Priestervater sozusagen gezwungen in diese Heirat und ist eigentlich natürlich unfreiwillig mit ihm zusammen und gehört eben auch einer anderen Glaubensrichtung an. Und das heißt der Vater auch gar nicht gut, er verbietet ihr das, er ist sehr streng, er ist auch streng mit seinen Kindern. Johanna hat noch zwei größere Brüder oder zumindest einen großen, der andere kann auch kleiner sein, ungefähr gleichaltrig waren die. Und ja, Johanna merkt eben sehr, sehr schnell, dass sie Interesse an Buchstaben hat und möchte von ihrem großen Bruder lesen lernen. Der große Bruder soll dann mal in die Klosterschule gehen und im besten Fall dann auch Priester werden, so möchte es der Vater. Und Johanna merkt eben sehr schnell, dass ihr das liegt, dass sie einen großen Wissensdurst hat. Und ja, man merkt schon, diese Geschichte ist im Grunde von Anfang an hochinteressant. Die hat ein auch wahnsinnig hohes Tempo, da ist überhaupt gar nichts Langatmiges dabei. Und das liegt halt auch einfach an einem super interessanten Thema. Johanna ist ein sehr interessanter Charakter und ihre Stärke wirkt halt auf den Leser auch einfach super anziehend. Was ich bei dem Buch tatsächlich etwas unerwartet fand, ist, dass es so viel Action mit drin hatte. Dass einfach der Plot so unterhaltsam war, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Es gibt eigentlich keine Stelle, wo nichts passiert. Ich muss sagen, mich hat das auch sehr an einen Film erinnert, den ich super spannend finde und wo ich einfach nicht weggucken möchte. Das ist aber auch gleichzeitig, ich fand das Buch sehr, sehr gut, möchte ich an der Stelle sagen. Und die Kritik, die ich jetzt äußere, die meine ich nicht so, dass man dieses Buch nicht lesen sollte. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Autorin bei dem Buch das rein auf Unterhaltung ausgelegt hat, weil das Buch noch ein bisschen Potenzial zu mehr gehabt hätte. Ich hätte mir noch so ein bisschen mehr philosophische Ansätze gewünscht oder ich hätte auch gern noch mehr von Johannas Motivation kennengelernt, weil man doch recht wenig in ihren Kopf schauen konnte. Auf der anderen Seite gab es dann halt noch eine Liebesgeschichte, die ich finde, hätte nicht unbedingt sein müssen. Sie hat das Ganze natürlich noch ein bisschen lebendiger und schöner gemacht. Also ich bin jetzt kein Feind von Liebesgeschichten, aber man hätte das Potenzial des Buches sogar noch ein bisschen ausreizen können, weil so weiß ich, dadurch, dass ich die Geschichte jetzt schon kenne und die Höhepunkte der Geschichte schon kenne, ich werde es wahrscheinlich kein zweites Mal lesen, auch wenn sich das jetzt hart anhört, aber dadurch fand ich es noch ein bisschen zu unterhaltsam. Ja, also es ist schade, aber es war halt doch ein sehr lesenswertes Buch. Man kommt da einfach super schnell durch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Position seid, dass ihr den Film schon gelesen habt, finde ich nicht, dass man das Buch unbedingt auch noch lesen muss, weil man noch tiefer in die Geschichte eingreifen möchte. Der Tiefgang fehlt ein bisschen. Das hört sich hart an, aber ich meine das nicht so hart. Es ist halt eine Geschichte, die der Unterhaltung dient, ja. Und das hat sie tatsächlich getan. Und wenn ihr Lust habt auf einen historischen Unterhaltungsroman, vielleicht auch zum Einsteigen in das Genre, tada! Oh mein Gott, kaum zu glauben, durch den April sind wir durch. Jetzt kommt der Mai. Im Mai habe ich nur 3 Bücher gelesen, aber dafür 3 extrem dicke Bücher. Das wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen, weil ich so gar nicht so viel dazu sagen kann. Kurz zur Statistik, gelesen Bücher 3, gelesene Seiten habe ich gar nicht aufgeschrieben, okay. Den Sub habe ich verlassen, auch mit 52, also das waren keine Bücher vom Sub, eigentlich eins schon, aber egal. Irgendwie mache ich da mal Fehler in meiner Statistik und ich weiß nicht, wo sie herkommen, vielleicht geht es euch ja auch so. Und der Rest ist auch eben gleich geblieben wie zum Vormonat, deswegen gibt es da gar nicht so viel, ja, jetzt an Statistik zu bereden. Ein Klassiker, den ich gelesen habe, schon länger auf meinem Sub habe, ist von Friedrich de la Motte Fouquet, Undine. Denkt man ja vielleicht als erstes an, oh, ein Märchen über eine Meerjungfrau, ist aber nicht so, ist so ähnlich. Also Undine ist ein Elementargeist, das heißt, sie ist halb Mensch, halb Geist und sie lebt bei einem Fischer, weil dieser Fischer sie aufgenommen hat. Er hat sie sozusagen vor seiner Tür gefunden,
Es passte in dem Moment sehr gut, weil die beiden, er und seine Frau, am Trauern waren. Sie waren am Trauern. Sie haben getrauert, weil ihr eigenes Kind gestorben war. Undine wird also aufgezogen von diesem Fischer und eines Tages kommt ein Ritter daher und dieser Ritter verliebt sich unsterblich in Undine und macht sie zu seiner Frau. Viel mehr sage ich dazu nicht, da das Buch sowieso schon etwas kurz ist. Ich fand das Buch super interessant. Ich mochte den Schreibstil. Es ist für mich auch so ein Buch mit Charme, kann man so sagen. Allein schon die Geschichte an sich ist sehr märchenhaft und bedient auch so moralische Aspekte. Also ich glaube, früher hat man das wahrscheinlich auch Kindern vorgelesen, damit diese so ein bisschen erzogen wurden. Dazu dienen ja Märchen auch so ein bisschen. Und hier gibt es auch so die typischen Elemente, so du musst dann die Konsequenzen deiner Entscheidungen tragen oder heute sagt man, Karma comes back around, gibt es hier auch einen Aspekt in dem Buch. Ja, mir hat es sehr gut gefallen und ich fand es schön und süß, tragisch am Ende, leicht melodramatisch und ein bisschen mystisch und lesenswert auf jeden Fall. Wenn ihr darauf Lust habt, es gibt auch ein Hörbuch, das ist nicht besonders lang. Das Buch hat ja auch, glaube ich, irgendwie 200 Seiten, naja, 126 sogar nur, okay. Ist man also schnell durch, ist ein Klassiker für zwischendurch und ich finde ihn gut. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal lesen. Mir hat nämlich die Sprache von Friedrich de la Motte Fouquet sehr gut gefallen. Ja, eine Reihe, mit der ich euch regelmäßig nerve wahrscheinlich. Manche nerve ich auch nicht. Ich weiß, dass sie sie lieben. An Echo in the Bone, Teil 8 der Outlander-Saga oder Teil 7, nee, es ist Teil 7, habe ich beendet im Mai und hatte etwas länger gebraucht. Mochte den Teil sehr gerne und zum Ende hin fand ich den Teil großartig, da ist jetzt tatsächlich wieder was passiert, was ich so gar nicht erwartet habe. Und ich bin einfach jetzt super gespannt, was aus dieser Situation wird. Generell ist es natürlich so, dass es immer noch sehr abenteuerreich ist. Ich weiß nicht, ob Jamie und Claire zusammen sind. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch leben. Keine Ahnung. Ist auch schwierig zu sagen, wenn ihr vielleicht im Teil 2, 3 oder sogar erst 1 der Reihe steckt. Deswegen will ich zum Inhalt nicht so viel sagen. Ja, aber von der Geschichte her, wenn ich die Teile jetzt so einreihen müsste, Teil 1 war mit der beste, Teil 3 und 4 auch fast mit der beste. Ich freue mich deswegen auch unheimlich auf die dritte Staffel, die endlich kommt. Und dann kam für mich Teil 2 und dann Teil 5 und 6. Ach so, Teil 2 und Teil 7 teilen sich den Platz, würde ich ungefähr von der Spannung her gleich sagen. Bis auf das Ende hier, das fand ich großartig, letzten, ich glaube, 200 oder 300 Seiten, wuff, weggelesen. Ne? Ging ratzfatz und ich habe schon gehört, der Teil 8, der soll atemberaubend sein, da soll man gar nicht mehr aufhören können zu lesen. Gibt es übrigens auch als deutsches Hörbuch, aber noch in der alten Blanvalet-Version, noch nicht in der Knauer-Version. Könnte man theoretisch auch als Hörbuch hören. Ich höre ja auf Englisch, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber ich bin natürlich umso stolzer auf mich, wenn ich es dann durchgelesen habe. Und ein Buch, was mich den kompletten Mai begleitet hat und was ihr, wenn ihr diverse Booktuber verfolgt, natürlich auch in Videos und auch auf Instagram wahrscheinlich gesehen habt. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr sehen. Es ist Stephen King's S. Habe ich in einer riesengroßen Leserunde gelesen. Ich muss mal gerade gucken, wer alles dabei war. Die Leserunde war nämlich so groß und ist jetzt auch schon so eine Weile her, dass ich, wenn ich jetzt versuche aufzuzählen, dass das sowieso nicht klappt. Deswegen in dieser Lesegruppe waren die Lisa von Express Lisa, die liebe Juliette, Madame Jenny, Black, White, Red, die Nicola, die Paddy, der Phil, das Kapitelchen und eine gewisse Mandy. Die ist jetzt nicht auf YouTube vertreten, aber die hat einen Blog, den verlinke ich euch natürlich auch unten, so wie alle anderen. Und wir haben alle zusammen sozusagen uns Leseabschnitte eingeteilt. Manche haben das Hörbuch gehört, manche haben diese Version gelesen oder ich war die Einzige. Die ist nämlich sehr, sehr hässlich von Weltbild, aber ich wollte eine gebundene Ausgabe. Dann gibt es diese Heine-Ausgaben, ich glaube, die haben die meisten gelesen. Manche haben auch das E-Book gelesen. Und es war uns tatsächlich möglich, dieses Buch einzuteilen, sodass wir jeden Tag, ich glaube, so ungefähr 50 Seiten lesen konnten. Für mich war es auch ein Reread. Ich habe dieses Buch schon irgendwie viel zu früh in meiner Kindheit gelesen. Ich war damals auch besessen von dem Film,
damals mit Jonathan Brandis und einigen anderen Hochkarätern für damals. Ja, ich habe es geliebt, deswegen gab es jetzt keine Überraschung in dem Buch. Ich denke, ihr wisst auch weitestgehend, worum es geht. Es geht um die Heimsuchung einer kleinen Stadt, die nennt sich Derry. Das ist eine fiktive Stadt, die gibt es also nicht in echt. Und diese Heimsuchung bezieht sich auf das Böse. Derry wird heimgesucht vom Bösen. Dieses Böse wird in den meisten Fällen visualisiert als Clown dargestellt. Und dieser Clown nennt sich Pennywise. Und Pennywise hat es auf Kinder abgesehen. Und das ist halt wirklich schon eine Sache. Stephen King ist echt hardcore. Er nimmt so richtig die größte Angst, die man haben kann. Als Mutter, als Mensch überhaupt. Die Schutzbefohlenen, die Kinder werden von einem Monster getötet auf die verschiedensten und bestialischsten Art und Weisen. Und es passiert halt ja, ungefähr alle 30 Jahre. Und damals gab es eine Gruppe von Kindern, die es tatsächlich geschafft haben, sich gegen das Böse zu stellen und ihm ja die Stirn zu zeigen. Und diese Gruppe, man hat also zwei verschiedene Perspektiven in dem Buch, diese Gruppe findet sich nach 30 Jahren circa wieder zusammen. Alle befinden sich in einer ganz anderen Lebenssituation und dieser Verein dieser Kinder nannte sich der Club der Verlierer, weil jeder irgendwie etwas hatte, irgendeinen Makel, der ihn zum Außenseiter gemacht hat. Und die haben sich einfach zusammengeschlossen, um dem Bösen die Stirn zu bieten. Und alleine diese Idee ist schon so toll. Ich finde, dieses Buch ist zwar ein Horrorbuch und es ist grausam, aber es bringt halt auf der anderen Seite auch so viel Herz und Mitgefühl mit. Und man liebt diese Kinder einfach automatisch. Und ja, man sieht dann auch die Perspektive der Erwachsenen. Und man hofft, dass die einfach wieder so zusammenfinden, wie das als Kind war. Und dass sie wieder dieses hinkriegen, dieses Böse anzukämpfen, dagegen anzukämpfen. Und ja, es ist einfach schön. Also mir hat im Grunde genommen schon mehr diese Story dieser Kinder gefallen als die Ideen, die Stephen King hatte in Bezug auf S, obwohl er halt auch sehr geil solche Horrorszenarien darstellen kann. Er schreibt halt sehr subtil, er wählt da einfach die richtige Perspektive. Er kann so mit zwei, drei Sätzen unheimlich viel Atmosphäre erzeugen. Und ich mag Stephen King unheimlich gern, wenn ich auch jetzt nicht unbedingt ein Stephen King-Leser bin, weil er ja noch einige Werke rausgebracht hat. Aber ich habe halt wirklich nur die klassischen gelesen und auch als Film gesehen. Und das ist mittlerweile halt auch einfach so lange her, dass ich darüber nichts mehr weiß. Aber ich weiß, dass es großartig war. Und ja, ich brauche nichts sagen. Die meisten von euch kennen Stephen King und haben ihn wahrscheinlich auch schon gelesen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das tun. Also ich finde, es ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Ja, so würde ich das sagen. That's it. Das war's. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe, aber ich habe schon Fussel am Mund. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Bücher fandet, wenn ihr sie gelesen habt. Schreibt mir, ob ihr Empfehlungen für mich habt. Da würde ich mich auch drüber freuen. Schreibt mir auch, wenn ihr ganz anderer Meinung seid als ich. Und warum, interessiert mich auch sehr. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich schon bald wieder. Bye, bye.